Dankeschön. Ich freue mich vor allem über die extrem kurze Anfahrt aus Barmbek-Nord. Das waren 10 Minuten im Bus und das ist mal was ganz Entspanntes. Heute ist Barmbek-Nord auch da, oder? Ja. Überragend. Ich habe einen kurzen Text zum Abschluss der Vorrunde. Der Text heißt verzweifelt. .de. Mein Freund Moritz ist bei Finja angemeldet. Eine Flirtseite im Internet mit dem Werbespruch, einfach verlieben. Als er mir davon erzählte, war er gerade einmal 4 Tage dort angemeldet und hatte schon 3 Verabredungen hinter sich. 2 Wochen später trafen wir ihn zufällig wieder und innerhalb von 14 Tagen waren es schon 8 Verabredungen und einmal die Pille danach. Keine schlechte Quote. Anscheinend traf das Slogan von Finja nicht ganz auf ihn zu. Immerhin hat er es in dieser kurzen Zeit geschafft, sich nicht nur einfach, sondern gleich mehrfach zu verlieben. Dabei hat er sich dort nicht einmal angemeldet, um wirklich eine ernsthafte Beziehung zu finden, sondern nur aus Neugier und weil es mittlerweile fast alle machen würden. Angeblich ist Finja momentan der heißeste Scheiß, den man mal probieren muss. Selbstverständlich möchte ich all den einzelnen Menschen, die auf diese Art und Weise wirklich ihre große Liebe im World Wide Web suchen oder sie sogar schon gefunden haben, nicht absprechen, dass Partnersuche im Internet etwas Verwerfliches ist. Aber jeder, der es so weit gebracht hat, ist in meinen Augen nicht mehr als ein verzweifeltes und verhärmtes Wrack, das sowieso nicht mehr zu retten ist. Wenn man ein Pferd wäre, dann würde man es schon längst zum Abdecker bringen. Aber als Mensch meldet man sich eben bei einer Single-Börse an. Single-Börsen, diese virtuellen 30-Partys, wo man mit Photoshop und einem flotten Schreibstil all die Gründe kaschieren kann, warum man seit Jahren niemanden mehr abbekommt, das ist auch völlig zu Recht. Wenn man es dort in die richtigen Worte verpackt, dann klingt ein völlig eigensloses Leben ohne Hobbys und richtige Freunde auf einmal aufregender als eine Kriegsberichterstattung von Peter Scholler-Tour. Und damit denken die meisten, sie würden auf einmal das Topf- und Deckelspiel gewinnen, aber falsch. Minus und Minus könnte nicht nur Plus ergeben, sondern auch Doppelminus. Vielleicht fehlt mir an dieser Stelle auch einfach nur das Verständnis und Enthusiasmus, den man und die Glücksgefühle, die man empfinden kann, wenn man auf dem virtuellen Weg jemanden kennenlernt und gemeinsam zueinander findet. Denn ein großer Vorteil einer neuen Partnerschaft ist es, dass 2 Menschen, die eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet haben, nun endlich wieder Sex haben können. Aber heutzutage muss man nicht unbedingt Sex haben, für manche Menschen reicht es schon, wenn sie darüber lesen. Sogenannte erotische Literatur verkauft sich mittlerweile so gut wie früher die Bücher von Harry Potter und vom Inhalt her ist sie teilweise genauso realitätsnah. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich dabei pseudo-autobiografische Erzählungen, zum Beispiel eine Studentin, die sich ihren Master als Callgirl finanziert, oder von einer vernachlässigten Ehefrau, die sich mit einer Maske vor dem Gesicht im Hotelzimmer für fremde Männer verführen lässt, oder das Tagebuch einer Mitzwanzigerin aus der Provinz, die sich von ihrer Jugendliebe trennt, daraufhin in die Großstadt zieht, sich ins wilde Nachtleben stürzt und nach ihrer sexuellen Selbstfindungsphase mehr Männer sich hatte als ein trojanisches Pferd. Ein Buch schlägt sie aber alle. Der Softcore schenkt 50 Shades of Grey gegenüber die Ladentische wie geschüttetes Brot. Knapp 7,5 Millionen Mal wurden die 3 Bände des Hausfrauenschmökers allein in Deutschland verkauft. Weltweit waren es sogar 83 Millionen verkaufte Bücher. Teilweise war diese Nachfrage sogar so groß, dass dem Verlag kurzzeitig die silberfarbene Tinte für das Buchcover ausging. Und jetzt soll das Ganze auch noch verfilmt werden. Während die meisten Leserinnen und Leser die Geschichten eher als leichte Unterhaltung für zwischendurch eingestuft haben, ist es für einen kleinen, vom Leben enttäuschten Rest ein gedrucktes Kopfkino. Kein Wunder, denn für jahrelange Singles oder Paare ohne so funktionierendes Sexualleben liest sich allein der Klappentext wie eine Offenbarung. Schüchterne Jungfrau beginnt eine Affäre mit einem 26-jährigen Milliardär und gelingt einen verhängnisvollen Stuhl aus Begierde und Unterwerfung. Wenn das die Fantasien der modernen Frauen sein sollen, dann bin ich froh, dass ich mit 26 noch kein Milliardär war. Als ich 26 war, da hat noch den alten Entdeckergeist in sich gehabt und selbst im Bett herum experimentiert, wie ein sexueller MacGyver. Heute muss man seine Fantasie nicht mehr anstrengen, sondern hält sich einfach an die literarische Bauanleitung zum Orgasmus, detailliert aufgeschrieben von einer 50-jährigen Gewitterziege namens E.L. James, die optisch selbst eher semi-begehrenswert ist. Ich frage mich bisweilen, ob der Hype um das Buch genauso groß und die Story genauso spannend wäre, wenn der männliche Protagonist kein Milliardär mit stechend blauen Augen und tiefer Stimme wäre, sondern Hartz-IV-Empfänger. Mit stechend blauen Augen und tiefer Stimme. Und wieso muss bei erotischen Fantasie gleich der Kontostand eine Rolle spielen? Ich denke an meinen Dispo-Kredit und fühle mich gemobbt. Und warum muss es bei erotischer Literatur immer nur um Dominanz, Submission, verbundene Augen und diesen ganzen Firlefanz gehen? Das ist die Diskriminierung von Fetischen. Es gibt auch andere Dinge, die als erotische Fantasie den Buchmarkt bereichern sollten. Und damit meine ich nicht solchen gesellschaftlich anerkannten Fetischismus wie den Fußfetisch oder Anpinkeln, sondern die richtig spannenden Sachen. Zum Beispiel gibt es sogenannte Feedies. Das sind die, die ihren Partner messen und das dann erotisch finden. Darüber schreibe ich dann einen Roman. Ich nenne ihn 50 Shades of Fat. Und daran geht es um einen Rossmann-Verkäufer, der eine verhängnisvolle Affäre mit einer Milliardärin beginnt und sie so lange füttert, bis sie 250 Kilogramm wiegt. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sich davon jemand zum Nachmachen angespornt fühlt. Und falls doch, können sich Freiwillige gerne bei mir melden. Dankeschön.